Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von This is the Police. Folge 81, nee, gar nicht wahr, Tag 81, so es ist, Folge 81 wäre ein bisschen zu viel. Aber wo wir schon drüber sprechen, ich bin echt mal gespannt, wie viele Folgen es noch gibt, wie viele ich insgesamt so brauche. Ob es wirklich jetzt einzeln bis 180 durchgeht, weil dann hätten wir noch ein paar Tage, ne? 99 um genau zu sein. Aber ja gut, schauen wir mal. Lehrer steht für Rassentrennung ein, wird Dekan, okay. Unfall bei illegalem Autorennen in Stadtzentrum und Dressed in Blood, Filme wegen extremer Gewalt nicht in lokalen Kinos. So, was sagt Robespierre? Ja, mit der Mafia sind wir immer noch nicht ganz grün. Naja, gut. Dann gehen wir zur Arbeit. Kann natürlich auch sein, dass wir gegen die ermitteln. Vielleicht liegt es auch daran. Story, ich bin leise. Ja, yeah, Box of Caesars. With that outfit, I could see you coming a mile away, Mr. Boyd. Ah, Mr. Chaffee. Knowing your love of theatrics, I was afraid you'd keep the mystery surrounding the dentist going for at least another day or two. What could you mean, Mr. Boyd? Well, it's true. Robespierre does have a passion for mystery and the dramatic. But there's no need to confuse the actor with his character. For you, I'll play the hurried businessman who likes to cut to the chase. That's not quite me either, but though this mask I wear is quite a burden, I have long grown used to it. Besides, I don't want to distract you from your 180-day quest, not for a second longer than necessary. My, is half your time already up? You simply cannot imagine, Mr. Boyd, the painstaking work I've done to cultivate this maniac image. I turn to such literature the likes of which I wish I never knew. If our law enforcement agencies possessed even the slightest aesthetic sense, they would have instantly seen the game for what it was. And the postcards. What can I say? And if the real dentist turned up again at the wrong moment? I don't imagine lunatics take kindly to imposters. The dentist died of a heart attack last spring while he was sunbathing on the beach. I discovered this quite by accident, from a university friend, a therapist. It was he who convinced the dentist to stop killing, by the way. Why the murders? Obviously they'd all been raped by Rogers. It would have been much easier to just get them to talk. Mr. Boyd, the last thing I want is to appear a brutish butcher. I spent enough time on these women to know they were no use to me alive. Not sure if I should be ashamed to say it, but Stuart Rogers far surpasses me in his ability to intimidate people. Apparently, such things only come with experience. But murder? For that, I truly do feel ashamed. It's a burden I shall have to bear for the rest of my days. But sadly, it's not my greatest shame. What could be more shameful? To frame an innocent woman for such terrible crimes? What? Are you unhappy with a woman cast as the serial killer? Firstly, I'd say Dear Jordan adds a certain grace to the whole sordid story. And second, of all the people I hold in my debt, she's the strongest. And not just physically. Third, she had good reason to settle her debt with me as quickly as possible. Without going into details, I'll just say that she's a very, very caring mother. Do these taste good? Had we met earlier, Mr. Boyd, I would have shown you a far more refined pleasure, one without such an unpleasant smell. I'm afraid to even imagine what you count as pleasures, Mr. Chaffee. Fountains of blood in the city square? Mr. Boyd, you're not listening to me at all. I didn't take any enjoyment from the killings. Everything I've done was of strict necessity. I couldn't make Jordan kill all the women that Rogers raped. That would have been excessive. If I had made her kill them all, you'd be rather upset, no? I can't say I fully understand your plan, Mr. Chaffee, but you've given me more than enough reasons to arrest you. Yes, but allow me to counter them with one good reason not to.
I think you mentioned you dined here once. Yes, not the best restaurant in town. And maybe you're just not familiar with the full range of our services. When I inherited this tasteless place from my father, I knew I could never make it into an exquisite restaurant. Instead, I accentuated the atrocity of it all, an aesthetic of a different kind. Now I even live here. To me, this complex is like a microcosm of Freiburg. But we're not here to talk about that. At school, I read a French novel whose name doesn't need mentioning, and I read many amazing things. It seems that in Paris, just before the Revolution, certain places were quite popular. People of wealth and taste visited from the city, shed their luxurious coats, peeled off their white gloves, and with the help of the local farmer, they brutally stabbed a hole in a bull and decorated themselves with the splattering blood as they prepared a large piece of meat for the fire. In the bull's suffering, these effeminate aristocrats found a perverse sort of pleasure. Now I make these pleasures available to the people of Freiburg. I will be honest with you. People who pursue such cruelty truly are crazy. But what is interesting... The best steaks are cut from the tender meat of young bulls. 11 months is just right. Beautiful, healthy, full of strength. But these wealthy degenerates who pay $7,000 so our experts will show them where to plunge the blade for maximum effect, even they don't have the spirit to slaughter the young bull. The thought never enters their minds. They look into the eyes of the healthy animal, bursting with energy, and they quickly shuffle past. As if by instinct, they are drawn to the old, weary, fading bulls. And then, with terrible smiles on their faces, they chew through tough steaks that taste of burning rubber. They feel that they're doing something real with their own hands, a sort of natural selection, as if they're agents in the natural process. But nature also teaches us that the old beast, unable to fend off any threat, might yet survive if it cowers in a dark corner and pretends it doesn't exist. Then, perhaps, the young predator will pass. Mr. Scott will drive you back. I'm late for an appointment. Mr. Boyd, you won't believe it, but the person I just got off the phone with was talking about you. Seems like I'm pretty popular these days. By the way, Mr. Boyd, I've got to ask, why $500,000? Go fuck yourself, Troy Starr. Okay, wow, das war mal ein saftiger Happen, ein deftiger Happen. Mein Mann, Mann, in mehreren Wegen das zu beschreiben. Okay, das muss ich erstmal verdauen. Wir sind bei der Pressekonferenz, guten Morgen. Mr. Boyd, ein Wahnsinniger, hat die Stadt 2 Wochen lang terrorisiert und Sie haben nichts dagegen getan. Was wäre aus Freiburg geworden, wenn die Bundesagenten nicht auf den Plan getreten wären, um den Zahnarzt zu verhaften? Die Situation war unter Kontrolle, die Verhaftung stand ohnehin kurz bevor, Sie haben keine Ahnung. Ja, unter Kontrolle war sie nicht, aber... ja, kurz bevor stand sie auch nicht, weil wir, die Ermittlungen wurden uns ja quasi wieder abgenommen. Sie haben keine Ahnung. Ihre Frage ist verletzend gegenüber den Familien der Polizeibeamten von Freiburg, die auf der Jagd nach dem Zahnarzt ihr Leben geopfert haben. Die Stadt verfiel nach ihrer Pressekonferenz zum Zahnarzt in Panik. Warum haben sie nicht etwas sorgfältiger darüber nachgedacht, was sie sagen würden?
Panik war unvermeidlich. Ich habe nur die Fakten genannt. Ich sage immer, was ich denke. Ich habe nur die Fakten genannt. Ich bin kein Journalist und werde auch nicht dafür bezahlt, die Wahrheit zu verdrehen. Ach ja, schön. Nach einem solchen Versagen würde jeder Beamte mit einem Funkenanstand zurücktreten. Was haben Sie vor? Ich gehe nirgendwo hin. Ich werde weiter das Verbrechen bekämpfen. Freeback braucht mich. Ich werde weiter das Verbrechen bekämpfen. Die Stadt hat eine Menge Probleme und es ist nicht meine Art, vor Problemen davonzulaufen. Was sagen Sie zu Gerüchten, dass es eine Beziehung zwischen Bürgermeister Rogers und allen Opfern des Standards in Freeburg gibt? Kompletter Unsinn, ich bin beunruhigt. Kein Kommentar. Ja, ich bin beunruhigt. Vor dem Gesetz sind wir alle gleich, selbst Bürgermeister Rogers. Wir werden dieser Information nachgehen müssen. Danke. Ja. So, nächster Tag, Tag 82. Deswegen, also, ich werde bestimmt jetzt nicht hier das nochmal verklären und den Bürgermeister irgendwie in Schutz nehmen. Also, der soll sich schön auch vorsehen, was er jetzt tut. Ich werde das auf jeden Fall mal beobachten. So, Freeburger Boxer in Dopingskandal verwickelt. Verurteilter Serienmörder Albert Ramirez verklagt Stadt. Und Jack Boyd, die Leute verdienen die Wahrheit über den Zahnarzt in Freeburg zu erfahren. Jawohl, so ist es. Nichts verändert. So, dann gehen wir zur Arbeit. Alle da? Prima. So möchte ich das sehen. Dann geht's los. Damit vielleicht. Ach ja. Also, Robespierre ist also der Trittbrettfahrer von Stadtverwaltung. Der Zahnarzt sich da geht dann gute Arbeit. Aha. Aha. Okay. Das nehme ich gerne. Ich weiß nicht, ob das hätte mehr sein können oder sogar weniger, aber gut, okay. Welches ist geheilt? Ja, die paar Kröten, okay. SWAT-Verbesserung, sie können jetzt das SWAT-Team verbessern. Ja, nehmen wir die Effizienz oder arbeiten die dreimal am Tag? Ich glaube, dreimal am Tag ist besser noch, ne? Machen wir das mal so, dreimal am Tag, okay. Also der Robespierre hat also, nachdem der Zahnarzt wohl tatsächlich gestorben ist, einfach diese Tour aufgegriffen von ihm und das so weitergemacht. Einbruch in der Vorstadt. Hallo, ist da die Polizei? Hier ist Dolores Parks. Jemand ist in meinem Haus. Ich kann unten Schritte hören. Mein Mann ist auf einer Dienstreise und wird erst in einer Stunde heimkommen. Kommen Sie bitte sofort. Ich weiß, dass es so ein Terrorist sein muss, der mich ausrauben und vergewaltigen will. Ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen, aber eine Tür wird dieses Monster nicht aufhalten. Na, ob das wirklich einer ist, ich weiß nicht. Wir schicken mal drei Mann hin, so. Nur zur Vorsicht. Ja. Weiß doch nicht, was ich davon halten soll. Also, Robespierre hat uns jetzt ja gewarnt, von wegen, ne, wenn wir ihn verhaften. Dieses Bildnis, von wegen, wir sind die alte Stier. Wir sollen uns in der Ecke verkriechen, damit wir eben nicht geschlachtet werden, aber. Naja. Unerlaubte Versammlung, Stadtverwaltung. Es hat sich eine Menge vor der Stadtverwaltung versammelt, die Legalisierung von Euthanasie fordert. Die Demonstranten riefen, mein Leben, mein Tod, meine Wahl. Angestellte der Stadtverwaltung haben berichtet, dass die Demonstranten selbstgemalte Schilder mitgebracht haben und der Protest friedlich ablief. Ja, wir werden trotzdem mal Leute hinschicken, auch wenn es friedlich ist, nur zur Sicherheit. Der Bericht vom Einbruch war ein falscher Alarm, genau. Mr. Parks, eine Stunde früher von seiner Dienstreise zurückgekommen. Er war derjenige, der die Geräusche im Haus gemacht hat. Er hätte auch mal einfach Hallo rufen können, oder? Ja. So. Dann kommen die wieder zurück. Die anderen sind gerade da. Da kommt der nächste Anruf. Verdächtige Person in der Bücherei. Der Bibliothekar Rolando Boone berichtet, dass ein junger Mann in die Bibliothek gekommen sei und nach Büchern über Chemie und explosive Substanzen gefragt habe, sowie nach Veröffentlichungen zu extremistischen Weltanschauungen. Viele der Bücher, die er wollte, sind verboten. Der Typ sah gruselig aus. Bei seinem Blick ist mir kalt über den Rücken gelaufen. Okay. Ja, schauen wir auch mal nach. Unerlaubte Versammlung, Bericht. Okay. So. Die anderen sind schon da, es ging relativ flott. Oh, sobald der Verdächtige die Polizisten sah, zog er ein Messer aus seiner Tasche, packte den Bibliothekar an und rief, du hast die Bullen gerufen?
ihn mit dem Schlagstock angreifen, auf den Verdächtigen schießen, hören sie mit dem Schreien auf, wir sind in einer Bibliothek. Oh, schwierig. Schlagstock angreifen könnte gefährlich sein. Direkt auf den schießen ist natürlich auch eine harte Nummer. Aber der packt den, ne? Also es könnte, also bevor der den irgendwie auf die Beine schießen oder so, oder ne, na komm. Okay, war die richtige Entscheidung. So. Oh, eine Bitte. Sean Cottrell, Bürogebäude. Polizeichef Boyd, ich vertrete einen privaten Militärdienstleister, der gerne einen großen Auftrag ihrer Stadt an Land ziehen würde. Wir bereiten eine Präsentation vor und würden gerne die Unzulänglichkeit der Polizeiausbildung demonstrieren. Alles im Interesse der öffentlichen Sicherheit. Bitte verstehen Sie, dass das rein geschäftlich ist und wir alle davon profitieren können. Geben Sie uns ein paar Stunden mit Ihren schwächsten und faulsten Leuten und meine Leute werden neben denen wie Gladiatoren aussehen. Ich verspreche Ihnen, die Firma wird in Ihrer Schuld stehen. Nö. Wir haben keine schlechten und schwachen Polizisten. Haben wir nicht. So, ich werde ja jetzt keine da extra hinschicken, damit die da zur Schau gestellt werden. So, verdächtige Person Desire Park. Gemeindemitglied Manor Bush oder Bush hat auf ihrem Weg zur Kirche eine Gruppe seltsam gekleideter Teenager angetroffen. Sie seien in seltsamen Kostümen herumgerannt, hätten mit Stöcken gekämpft und wie Roboter geredet. Vielleicht sind diese verrückten Jugendlichen aus einer Nervenklinik ausgebrochen. Sie fangen die besser ein und schicken sie zurück. Ach, Quatsch. Lass die doch einfach ein bisschen spielen. Okay, wir schicken trotzdem welche hin. Wird aber falscher Alarm sein wahrscheinlich. So. Recht. Habe ich recht. Die Mitglieder des Science-Fiction-Clubs haben nur im Park herumgealbert. Sowas in der Art war mir schon klar. So. Ja, auch an dieser Stelle nochmal Entschuldigung für die letzte Folge, ne, mit dem Überreden. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm und ich hoffe, dass in dieser Folge alles wieder klappt, so wie ich mir das vorstelle. So, Mordbürogebäude. Gladys Shell wurde über einen Kommentar ihres Kollegen Matthew Toland so wütend, dass sie sich einen Tacker geschnappt hat und anfing, ihm damit auf den Kopf zu schlagen. Dann hat Miss Shell laut geschrien und auch die Sekretärin angegriffen. Sie hat einen Nervenzusammenbruch. Bitte beeilt euch, sagt der Arbeitgeber der Verdächtigen, der auch angerufen hat. Ja, wir schicken mal ein paar vorbei. Was haben wir hier? Drogenschmuggel am Hafen. Gerade ging ein anonymer Hinweis ein. Eine große Ladung kolumbianischen Kaffees wird gerade gelöscht und in den Säcken mit Kaffeebohnen werde Heroin geschmuggelt. Nur ein paar Wachen sind beim Abladen zugegen. Sollten sich also ohne Kampf ergeben, wenn die Polizei geschlossen anrückt. Ja, sollten. Wir nehmen trotzdem SWAT mit. Wir können ja dreimal jetzt. Nur zur Sicherheit. Dann kommt gleich das nächste. Raub beim Brunnen. Die ältere Dame Cornella Davis hat am Rande der Hysterie angerufen. Kommen Sie schnell her, ich bin ausgeraubt worden. Dieser kleine Bastard hat einen Schatz geklaut. Okay. Haben wir die nicht schon mal... Kennen wir die nicht irgendwo, den Namen von ihr? Ich meine schon, oder? Immer interessant, so, ob es Leute gibt, die häufiger anrufen und ob das dann zum Beispiel mal ein falscher Alarm ist oder so. Aber wir haben gerade eh niemanden, den wir hinschicken können, von daher wird das wahrscheinlich auslaufen. Mal gespannt, vielleicht ist das ja sogar falscher Alarm. Hier kommt ein Bericht. Oh, die Frau hat sich einen zweiten Tacker gegriffen. In ihren Händen sehen die Tacker wie tödliche Waffen aus. in die blutunterlaufenden Augen schauen und versuchen sie zu beruhigen. Die Hände der Frau packen, der Frau einen ordentlichen Schlag ans Kinn verpassen. Wie die Hände der Frau packen, nachher tackert die uns auch noch. Aber das ist so das Einzige, wo wir auch wirklich eingreifen können. Wir machen das. Jawohl. Hätten wahrscheinlich auch drei gereicht oder so, aber ja. Ja, wir haben nichts. Wir müssen, aber SWAT ist ja mit dabei. Sollte eigentlich in Ordnung gehen. Jawohl, der Drogenhandel. Prima. Hat auch geklappt. Oh, das bringen wir zur Polizeiwache.
Ja, das muss auslaufen. Ich hoffe, das war falscher Alarm. Ja, okay. Mal den Namen merken. Vielleicht ruft ihr ja nochmal irgendwann an. Cornella Davis hat sich mit der Mutter eines kleinen Jungen gestritten, der in einen Brunnen geklettert war und ein paar Münzen herausgefischt hatte. Ich habe diesen Wunsch gemacht und der kleine Bastard hat ihn gestohlen. Okay, was haben wir hier? Lärmbeschwerde in der Vorstadt. Ein respektabel klingender Mann mit verschlafener Stimme hat angerufen und sich darüber beklagt, dass Feuerwerk direkt vor seinem Haus gezündet wurde. Die sehen aus wie Penner, aber sie haben riesige Tüten voller Böller. Okay, und noch einen. Ich hoffe, die kommen rechtzeitig zurück. Müsste aber eigentlich reichen. So. Schwupp, schwupp. Was haben wir hier noch? Ui, Zerstörung von Privateigentum auf dem Bauernhof. Patricia Buckler gibt durch, dass ungefähr 10 Leute mit seltsamer Ausrüstung auf ihrem Bauernhof aufgetaucht seien. Sie sollen damit eine Weile rumgelaufen sein, um dann ein großes Loch auszuheben. Ihr Mann war nicht davon angetan, einfach Fremde auf seinem Land herumwerkeln zu lassen, aber sein Versuch, mehr herauszufinden, endete mit einem Kampf. Der Bauer wurde schwer verprügelt. Okay, ich hatte erst auf Bauarbeiter getippt, aber wenn die da den verprügelt haben, scheint das wohl eher nicht so zu sein. Wir machen so, 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 so. Die laufen, die schicke ich dahin. Und die schicke ich dahin. Obwohl Lärmbeschwerde hätten 2 gereicht, hätte ich nicht 4 schicken müssen. Naja. Wird schon. Wird schon, wird schon, wird schon. So, Massakerbericht. Schon wieder keine neuen Ansichten. Wir sind doch jetzt schon zu zweit. Bin mir aber sicher, dass hier noch mehr sein muss. So. Bericht. Oh, Zerstörung von Privateigentum. Das waren die auf dem Bauernhof. Okay, die haben wir. Und die Lärmbeschwerde, 3 betrunkene Männer wanken über die Straße, zünden Feuerwerk an und werfen es umher. Als sie die Polizisten sehen, zieht einer von ihnen einen Böller hervor, der verdächtig nach Dynamit aussieht und zündet die Zündschnur an. Cooler Böller, so einen habe ich noch nie gesehen. Mit dem Taser auf den Mann zielen, sich auf den Mann werfen, versuchen ihm den Sprengsatz zu entringen. Ja, der ist doch schon angezündet. Lieber nicht, wir schießen mit dem Taser auf den Mann, damit er uns das Ding nicht entgegenwirft. Wobei, dann explodiert das und liegt bei dem, ne? Ist auch doof. Uns bleibt aber keine Wahl, wir müssen dem Taser. Der Mann wirft den Sprengsatz einem seiner Freunde zu. Die Zündschnur ist zur Hälfte abgebrannt. Von den Männern wegrennen, sich auf den Boden legen und den Kopf schützen. Den Taser gegen den Mann mit dem Sprengsatz verwenden und dann schnell die Zündschnur löschen. Ui. Ui, 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 ui. Oh, schaffen wir das? Aber wie löschen wir die? Ah, schwierig. Schwierig. Wegrennen ist Blödsinn. Also entweder auf den Boden legen oder, ah, schwierig. Wir versuchen's. Ja. Oh. Hui. Ihr flotten Jungs, und Mädels. Sehr schön. Okay, ist ja nochmal gut gegangen. Gut, dann war's das, glaube ich, mit dem heutigen Tag. Warten wir noch, bis die wieder zurückkommen. Dann haben wir auch Tag 82 erfolgreich bestritten. So, beenden wir den Tag. Und dann beginnt schon der nächste Tag. Und den spielen wir da wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und es hat euch ein bisschen gefallen. Und ich hoffe auch, dass diese Folge wieder vernünftig funktioniert hat mit der Aufnahme. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.